Hey ho, hallo meine Freunde und willkommen zum neuen Video von RMC Zocker. Und heute möchte ich für euch meinen eigenen Merch-Up vorstellen. Aber davor grüße ich noch ein paar Personen. Also Grüße gehen raus an Game Paulico, an Creamberry, an Till Jensen, an Pia Wittke und an Megabox Polstars. Wenn genau du auch gegrüßt werden willst, schreib einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Gruß. Und bis ihr dann gegrüßt werdet, dauert es ungefähr 15 bis 20 Videos. So Leute, als erstes zeige ich euch mal, wie ihr dorthin kommt. Entweder ihr drückt auf den Link in der Beschreibung oder ihr gebt einfach das hier ein. Erstmal shirt.de/store/mczocker. Ich würde sagen, das kann man sich auf jeden Fall auch recht leicht merken. Ich würde sagen, ich drücke einfach mal Enter und dann solltet ihr genau hier landen. Hier seht ihr schon meinen Kanalbanner. Der Shop heißt gerade MC Zocker. Ich gehe mal ganz kurz etwas auf die Produkte ein. Also es gibt hier einmal den normalen Hoodie. Der sieht halt von vorne so aus. Und von hinten so steht da MC Army drauf. Hashtag MC Army. Ihr könnt den Hoodie natürlich nicht nur in Grau haben. Ihr könnt ihn auch zum Beispiel in Blau, Rosa, Grün, Braun oder was auch immer das für eine Farbe ist. Rosa, Rot. Und halt ihr noch in allen Farben, die hier angegeben sind. Hier unten könnt ihr die Größe auswählen. Hier steht der Preis. Und hier könnt ihr den dann halt in den Warenkorb packen. Wenn ihr hier dann drüber scrollt, könnt ihr euch das noch ein bisschen genauer angucken, wie der aussieht. Hier mit der Schrift. Ich muss sagen, ich bevorzuge ihn in Grau am meisten, weil ich finde ihn irgendwie in Grau am besten. Aber ja. So, ich würde sagen, ich gehe wieder zurück. Gehen mal hier auf das T-Shirt. Das ist nämlich ein normales T-Shirt. Das gibt es auch normal. Hier steht es auf der Hinterseite, also auf der Rückseite, nichts. Das gibt es in Grau, Gelb, Orange, dann noch ein anderer Grau- bzw. Weißton, Blau und Hellblau. Hier gibt es nicht so viel Auswahl, weil hier einfach nicht so viel gepasst hat zum T-Shirt. So, hier kann man dann wieder die Größe auswählen und hier steht der Preis und hier kann man es in den Warenkorb packen. So. Gehen wir mal wieder zurück. Haben wir hier noch ein Damen-T-Shirt. Drücken wir mal drauf. Da ist eigentlich alles gleich, auch mit den Farben. Hier gibt es nur kein Dunkelblau. Der einzige Unterschied ist, dass das halt ein T-Shirt für Damen ist. Und hier ist auch nichts auf der Rückseite, also hier ist eigentlich sonst alles gleich. So, kommen wir zu der Tasse und dann will ich noch ganz kurz was zu dem Design hier sagen. Nämlich bei der Tasse, die gerade 8,95 € kostet. Hier ist einfach mein Logo drauf. Hier unten werden wir noch MC Zocker hinschreiben, aber wenn man hier auf der Webseite was in seinen Shop einstellt, muss das erst überprüft werden und das dauert ungefähr 1 bis 1,5 Wochen. Deshalb, wenn ihr da einen Schriftzug drauf haben wollt, kommt die erst ungefähr in einer Woche bis eine Woche, 1,5 online. Ist dann aber auch hier in dem Shop und hier steht dann einfach MC Zocker. So, auf der Rückseite ist natürlich genau das gleiche. Könnt ihr immer so twisten, das sieht. Die gibt es auch nur in weiß, weil alles andere ist ja in dem Bild hier drin, das würde ja keinen Sinn ergeben. Und ja, ich würde noch mal kurz gerne auf das Design eingehen. Ihr seht nämlich, wenn wir mal auf meinen YouTube-Account gehen, auf meinen YouTube-Kanal, ist das hier das Bild. Das blende ich euch hier auch noch einmal in groß ein. Genau, das wollten nämlich eigentlich ohne Hintergrund in den Shop packen. Das Problem war aber, dass das nicht ging, weil Mojang hatte Probleme damit, dass man ein Bild direkt aus Minecraft, weil das hat ja direkt was mit Minecraft zu tun, einfach drucken lässt. Es war halt urheberrechtlich geschützt. Und deshalb habe ich mir von der lieben Butlerin, kennt ihr vielleicht auch, ist eine Designerin auf Creeper Games, das hier designen lassen. Ich würde sagen, das Logo sieht doch recht cool aus. Das ist nämlich hier so ein bisschen in Real Life. Und ich finde das echt cool. So Leute, wenn ihr euch auch noch einen anderen Merch wünscht, zum Beispiel Handyhülle oder keine Ahnung, wenn ihr irgendeine Vorschläge habt oder irgendwelche Vorschläge für ein anderes Design, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ich werde darauf auf jeden Fall eingehen. So, ich würde sagen, der Link ist in der Beschreibung, den werde ich auch nochmal in meine YouTube-Beschreibung später packen. Ihr kommt hin mit shirt.de/store/mczocker ohne Bindestrich. Einfach Enter und dann seid ihr dort. Und ich würde sagen, Leute, das ist hier auch vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein und ciao. Tschüss.